Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, trotz unbestrittener Anstrengungen, Kollege Steffel, von Fans, Vereinen und Verbänden sind im Sport, insbesondere im Fußball, Rassismus und Homophobie leider immer noch und immer wieder auf der Tagesordnung. Und auch die unterschiedlichen staatlichen Programme von Bund und Ländern haben diese menschenfeindlichen Phänomene bisher nicht wirksam unterbinden können. Es ist also weder dem Fußball noch der Politik allein gelungen, eine antirassistische Kehrtwende in den Stadien einzuleiten. Wie wäre es mal, den Kampf gegen rechte Hooligans und Nazischläger endlich mal gemeinsam anzugehen? Wenn sich die wahren Fußballfans aktiv einmischen, statt wegzuschauen, dann verdienen sie unseren Respekt und unsere Anerkennung. Und ich erlebe das erfreulicherweise immer wieder bei vielen Fußballvereinen in Sachsen, nicht zuletzt auch bei Dynamo Dresden. Und dass es dort bekanntermaßen auch Schwierigkeiten gibt, darf nicht verschwiegen werden und soll nicht verschwiegen werden. Aber die übergroße Mehrheit der Fans lehnt auch dort Gewalt und Rassismus entschieden ab. Und dies ist am Ende eine wichtige Voraussetzung auch für volle Stadien, für eine gefüllte Vereinskasse und schließlich auch für den sportlichen Erfolg. Worüber wir hier heute reden, das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland, sondern auch bei unseren europäischen Nachbarn. Wir brauchen also nicht nur den berühmten Blick über den Tellerrand, sondern auch international abgestimmte Strategien. Und hier meine ich nicht nur grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden, sondern eben auch die Förderung der Zusammenarbeit von Faninitiativen. Der Antrag der Grünen ist sinnvoll und ich verstehe überhaupt nicht, wie man den eigentlich ablehnen kann. Und anders als Kollege Steffel freue ich mich auch auf die Rede von Frau Lazar, denn sie wird uns bestimmt was zu sagen haben. In der ersten Debatte zu diesem Antrag am 28. Januar 2016, also vor über einem Jahr, haben die Redner der Koalition mehrfach auf die Autonomie des Sports hingewiesen. Haben Sie das getan, um sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen? Oder haben Sie überhaupt eine Idee, wie es funktionieren könnte? Ich habe nichts gehört. Überaus dürftig sind auch Ihre Begründungen zur Ablehnung des vorliegenden Antrags. Bessere Vorschläge haben Sie nicht vorgelegt. Auch die vor Jahresfrist angekündigte Debatte im Sportausschuss um eine klare Aussage der Bundesregierung zu Löschungen in der Gewalttäterdatei Sport, es geht nicht um Abschaffung, um Löschungen, ist letztlich ziemlich unbefriedigend ausgefallen. In der Beschlussempfehlung jedenfalls gehen Union und SPD mit keinem Wort mehr auf notwendige Änderungen bei den Regelungen für die Speicherung ein. Dabei wissen auch die Koalitionäre ganz genau, dass die Bestimmungen, wer in dieser Datei gespeichert werden kann, alles andere als konkret sind. Und immer wieder kommt es zu völlig anlasslosen Speicherungen. Und insofern muss dort auch etwas getan werden. Wer ohne jeden Grund, ja, Kollege Steffel, das ist natürlich, wenn das das Einzige ist, was Ihnen einfällt, tun Sie mir ausgesprochen leid. Es muss doch wohl uns allen daran gelegen sein, dass jemand, der völlig ohne Grund ungerechtfertigt in der Datei gelandet ist durch irgendeine Polizeikontrolle, und das sind beileibe keine Einzelfälle, dass dessen Daten unverzüglich gelöscht werden müssen. Das sollte eine schlichte Selbstverständlichkeit sein. Und genauso selbstverständlich sollte es auch sein, die Anzeichen für verstärkte rechtsextreme Aktivitäten von vermeintlichen Fußballfans als gesamtgesellschaftliches Problem zu benennen. Nun ein Zitat: Der Fußball allein kann gesellschaftliche Probleme zwar nicht lösen, aber gemeinsam können wir einen Beitrag dazu leisten, Rechtsextremismus und Diskriminierung in Deutschland ins Abseits zu stellen. So heißt es im Vorwort der DFB-Broschüre für Vielfalt und Respekt. Das bedeutet, um die Fangewalt, insbesondere um die rechtsextremistische, muss sich auch die Politik in Bund, Ländern und den Kommunen kümmern, anstatt die Sache einfach auf die Autonomie des Sports oder den Deutschen Fußballbund als größte Sportfachorganisation der Welt zu delegieren. Die Linke plädiert deshalb dafür, dass zivilgesellschaftliches Engagement von Fangruppen und Vereinen, die sich gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport einsetzen, noch besser und gezielter als bisher gefördert werden. Und wir unterstützen dabei durchaus die Idee eines einheitlichen Bundesprogramms zur Unterstützung einer friedlichen und vielfältigen Fankultur. Wir halten es allerdings für sinnvoller, dies in das bereits bestehende Programm Demokratie leben einzuordnen. Beim Rechtsextremismus handelt es sich schließlich nicht um ein sportspezifisches Problem. Da hat Herr Steffel ausnahmsweise mal recht. Er ist in der Tat vielmehr Teil einer echten Gefahr für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, und das sollte uns alle angehen. Rechtes Gedankengut, rechte Parolen und rechte Schläger beim Fußball sind unser aller Problem. Deshalb müssen wir endlich entschlossen
und vor allem gemeinsam dagegen vorgehen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Michaela Engelmann.